Hallo, mein lieben Pokémon-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen PvT-Part. Hey, Leute, Pokémon-Freunde, was geht? Wir sind hier alleine. Neun Pokémon World Tournament Part mit dem guten... Oh, meine Arme, das ist so schlimm. Hallo! Ja, ihr müsst wissen, der Timo hat zu viel gefappt gestern, deswegen tun seine Arme. Alter, siebenmal an einem Tag, Jungs, High Five! Leute, diese Ausdauer muss belohnt werden! Ach, Alter, scheiße, hast du vergessen? Eigentlich muss ich dich noch schminken, ne? Ja, ich weiß. Aber das habe ich, ich habe es nicht vergessen. Also das wird halt safe noch kommen. Ich meine, die Leute sind da ja richtig eskaliert und wollten es unbedingt sehen. Müssen wir es ehrlich bald machen. Oh, du hast ein Wasserteam. Ja, ich habe, also du hast Sabrina. Jo, richtig. Richtig. Und du hast, wer kann das sein? Wie heißt der? Colin oder so hieß er, warte. Ja doch, Colin. Der Colin, aus Schwarz-Weiß 2 wahrscheinlich. Ja, richtig. Ne? Die drei mit den Affen. Mit den Affen. Wie ein Pornotitel. Hallo, wer seid ihr? Wir sind die drei mit den Affen. ja, die Sache ist die, warum ich jetzt wusste, dass sie Sabrina hat, ist halt ganz einfach. Ja. Also wir sagen uns am Anfang mal, welchen Anfangsbuchstaben wir haben. Und er hat halt S gesagt, damit wir uns halt nicht überschneiden. Es wäre ja doof, wenn wir jetzt Sabrina gegen Sabrina kennen. Haben wir so ein Mirror-Match. Ne? Ich meine, das wäre vielleicht auch interessant richtig. Für euch, aber... Ja, auch interessant, ja, aber... Ist halt schon cooler, wenn du. Wäre scheiße fürs Thumbnail. Richtig. Alright, okay, dann wollen wir mal schauen. Also bei dir ist auf jeden Fall Kokowein eine Geheimwaffe, dein Matchwinner. Bei mir ist es auf jeden Fall Krebutak. Krebutak ist sehr, sehr strong, ja. Aber wir haben beide Lashoking, ne? Das ist schon echt cool. Ja, ich habe nicht ganz den Lashoking, aber. Ich werde es dir gleich erzählen. Ich muss mir eben die Pokémon nochmal angucken. Ich habe die Sets vorhin so gemacht und dachte mir so. Jo, habe ich da eigentlich irgendwie so ein Pivot oder sonst was dabei? Sieht aber. Du hast halt auch zwei potenzielle Mega-Pokémon und ich habe gar keins. Ah. Ich glaube, ich habe mein Team so mehr oder weniger ready. Fangen wir mal an. Bin super gespannt, Alter. Wann haben wir das letzte PvT aufgenommen? Das ist auch schon ein paar Monate her, oder? Das ist auch schon her, schon etwas länger her, ja. Also Monate glaube ich doch nicht wirklich. Also ein paar Wochen ist auf jeden Fall schon. Der Timo ist ja immer am Reisen. Wieder gute Nils Holgersson. Ich bin immer unterwegs und hab immer Besuch und richtig schlimm. Timo ist zu fame für YouTube, müsst ihr wissen. Eigentlich kann er gar kein YouTube machen. Too much to do, Alter. Size mit Tod. Alter, du hast ja nur die englischen Namen. Ah ja, lol. Du bist ja richtig kacke. Nein, ich habe auf dem keinen Nickname, aber auf den anderen, oder? Und ja, ich habe bei dem toll. Nur den Nickname verkackt. Oh, es tut mir so leid. Jetzt kriegst du eine Energieball ins Gesicht, Alter. Das letzte PvT war sogar vor 2 Wochen. Alter, 2 Wochen ist das her. Das kommt mir viel länger vor schon. Ich habe auch gedacht, das ist viel länger her. Okay, so, hier haben wir Psyana. Psyana. Psyana Unana. Singst du jetzt? Das wäre echt cool. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir doch Alter, mal. Alter, sieht aus wie Brüste auf seinem Kopf, ey. Dann haben wir so 2 Brüste über den Augen. Warum? Er ist doch richtig geil. Okay, Lashoqueen als ob. Heißt deiner auch so? Nee, aber ich bin auch Lashoqueen gegangen. Oh nö. Hose. Hose. Ich bin shiny, okay. Alter. Ich bin was Besonderes. Ich bin cool. Du bist cool? Mhm. Okay. Bin mal gespannt, wenn wir auf denselben Move gehen. Psyshock, okay. Ich hab nicht mal Psyshock im Set. Toxin? Nee. Drachenroute, oh lol. Okay. Los, Drachenroute, tschüss. Na, nicht nice, kommt Ciana oder sonst was. Oh, Baumi. Hallo, Baumi. Oh, Baumi. Hallo, unterschätzt den Baumi mal nicht so, der ist voll toll. Ja, mein ich, Mann. Baumi ist insane. Baumi ist halt Baumi. Wirklich insane, pass mal auf, ey. Oh, Baumi. Baumi, du hier? Hätte ich ja gar nicht gedacht. Baumi, was machst du denn hier? So, was tue ich denn jetzt? Ja, dann zeig doch mal, was du kannst. Da muss ich erstmal kurz was gucken. Ich zeig dir meine mächtige Attacke, Zerschneider. Eigentlich musst du jetzt hier so einblenden. Kann man das einblenden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe einfach für den Move mal. Okay. Delegator! Delegator-Attacke los! Oh nein, nicht Feuersturm! Autsch! Autsch! Das hat gesessen! Die beiden Pokémon starren sich an!
Schäfer ist ja bei Yu-Gi-Oh! Immer wenn die, wenn die Pokémon, so wollte ich schon sagen, wenn die Karten so getroffen und du Lebenspunkte verlierst. Ah! Ich musste immer auf so ein Pokémon-Turnier machen. So, und damit geht sein Zapdos down. Ah! Nein! So, du bist so ein Feature-Match, weißt du, so Kameras auf dich, du schmeißt dich so auf den Boden und er tut alles weh. Mein Knie! Ah! Dann machst du den Peter Griffin. Ah! Das wäre echt cool. Okay, ja, Lushoking und Lushoking, ne? Ja, easy, ich geh einfach für die Hex. Das ist schon ein bisschen crazy. Ich geh einfach für die Hex. Oh, du switched? Oh, lol. Oh, warte, bist du für Siedewasser gegangen? Oh, present. Oh nein. Nein, bin ich nicht. Ich bin okay, für den gut. Freeze gegangen. Ich habe mir gedacht, freeze dich mal easy. 10% sind nichts für mich. Oh, ich dachte schon. Da war die längere Pause, ne? Huh. Huh, Glück gehabt, Jungs. Haha, ich bin sehr präsent. Oh Junge, da hab ich Schnacks gehabt. Oh Junge, ich wollte dir auf keinen Fall gefreeze werden. Haha. Oh Junge. Keine Ahnung, ich find's richtig cool, dass ihr den die ganze Zeit hochnimmt. Der kann doch nichts dafür, der kann sich ja nicht mal wehren. Wir lieben dich, Present. Und das nimmt safe was raus. Autsch. Blub. Das ist halt so die Sache, so. Kill-Attack ist halt echt gefährlich. Du hast einfach mein Mega-Inkognito gekillt. Nicht dein Mega-Inkognito. Ich glaube, das hieß mega inkognito, inkognit, oder? Ja, aber ich kann es halt nicht komplett so nennen. Ja, ich weiß. Inkognit hieß es. Inkognit. Der Kognit. Mega inkognit. Das Ding ist schon echt gefährlich. Also, oh, das ja, ist minimal, schon, ne? Das ist schon echt so. Stark, Alter. Da kann ich ja nichts anderes gegen sagen, Jung. Da kann ich ja nur auf einen Pokémon rausgehen. Der Inder. 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 Volle Lose kaufen. Inder-Kun. Volle Lose kaufen. Oh, gleich hab ich verklickt. Oh! Ah, das war ich gar nicht! Present ist tot! Das war ich gar nicht! Ah. Auf was wolltest du gehen? Ich wollte eigentlich rauswechseln. Ich hab nur geguckt, welche Moves ich hab, wollte dann auf B drücken und habe auch so, so richtig dumm einfach A gedrückt. Ja, richtiger Present-Move, das hätte er auch getan. Ja. Du hast das Pokémon auf jeden Fall gut represented. Ja, ich brauchte den gar nicht mehr, weißt du? Ich wollte nee, das war ein sehr, sehr schlechtes Pokémon gegen mich. Das konntest du ruhig abwerfen. Ja. Hab ich mir auch gedacht. Wollte ich gar nicht haben. Ja gut, dann wissen wir schon mehr Bescheid, warum das Pokémon down gegangen ist. Ostern, lol. Die sagst die, wenn das Video online kommt, war Ostern schon, ne? Aber ist egal. Ostern, lol. Lol. Warum Ostern? Lol. Lol. Ich darf vor allem überlegen, was macht Ostern denn? Ostern ist schön. Ostern ist echt schön. Da gibt's Eier. Nein. Das gefällt mir. Hat er nicht gesagt. Okay, was für ein Set bist du? Bist du abgesagt? Ah, nice. Cool? Mm, das ist so gut. Ich hab so gehofft, dass du auf Lushoking gehst. Auf was bist du gegangen? Abschlag. Oh, nö. Ah. Das zieht eine Milliarden Damage. Lecker. Weißt du, ich brauchte Kreuta gar nicht. Ich hab noch Ostern, lol. Merke ich. Einfach überall Abschlag spielen, das ist der Play. Das ist der Play. Das ist der Play. Oh Gott, Alter, wie mach ich, was mache ich gegen Ostern? Ich habe keinen... Was mache ich gegen Ostern? Ich hab nichts dagegen. Sumeril ist zu strong. Sumeril ist echt stark. Die Sache ist die, mein Team sieht halt so auf den ersten Blick gar nicht so stark aus, aber Sumeril kann halt easy Teams 6-own. Mhm. Present hat jetzt zweimal im CBP gegen Sumeril verloren. Soll das was heißen? Ich glaube ja. Du roastest den Boy ein bisschen, kann das sein? Ja, aber ich liebe den Mann. Metasoos. Metasoos. Okay. Okay, okay, I see, I see. What should you do now? How could this happen to me? I make my mistakes. Got nowhere to run. The fight goes on! Okay, auf was gehst du? Ranavaz? Ja, okay. Vollkommen predicted. Oh, lol. Ist es Psycho? Nee, es ist Stahl. Es ist Stahl, okay, gut. Easy! Ich wollte erst den Psycho-Move spielen, dachte mir so, nee, Stahl ist viel, viel geiler. Es wird resisted, das ist voll toll. Also nicht richtig geil. Ich bohr mich jetzt in deinen Busen Bauch. Rein. Nochmal von oben! Oh! Glaubst du, die Dinger können platzen?
Wie so eine eklige Warze oder so ein Pickel. Dann, wie sieht das Ding eigentlich aus, wenn es so geplatzt ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens auf Dings gesehen, wie heißt's? Auf Twitter, da hat jemand Pokémon nackt gemacht, so zum Beispiel Altaria ohne die Wolken und so. Ich hab's gesehen, ja. Das sah so lustig aus. Oder auch Elfen ohne Haare. Oh, ich war so kurz davor, für die Tarnsteine zu gehen, ne? Ich war so kurz davor. Das war halt eine 50-50. Entweder du gehst raus in Kokowai und dann ist die Q halt richtig kacke, oder du gehst raus in Psyana und dann ist die Q halt richtig gut. Ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich hab erstmal gedacht so, okay, Psyana tankt erstmal safe was. Von daher ist es ganz okay. Ich hatte halt überlegt, entweder Rocks und Toxin oder halt angreifen. Das heißt, nochmal Glück gehabt. Lucky Typ. Mhm. Okay, Psychic. Und wie macht es? Oh! Holy shit! Warte, was, es killt nicht? Warte, was, es killt nicht? Warum hat Erdbeben so viele gemacht? Bist du irgendwie ein bisschen besser physisch, kann das sein? Eigentlich gar nicht. Also ich habe gar keine defensiven... What the fuck? So, ich würde an deiner Stelle erst nochmal die Tarnsteine rausholen. Die Tarnsteine, meinst du? Das ist ja der Play gewesen. Meinst du nicht? Los, oh nein, nicht Hose. Oh, nicht die Hose. Oh, nicht die Hose, bitte. Ach Mann, oh. Die mag ich gar nicht. Ich habe nie eine an. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind YouTuber, als ob wir Hosen tragen. Oh. Als ob du den Special Dive Drop bekommst. Das war dafür, dass ich keine Hose habe, Alter. Auch in Streams, Leute. Es hat schon einen Grund, warum ihr nie unsere untere Hälfte seht. Okay, was gehe ich jetzt? Das ist die Frage. Du wirst in Fireblast gehen und das wird alles so ziemlich hart hitten. Als ob ich jetzt hier für den Fireblast gehe. Viel zu risky. Viel zu risky. Ja, genau. Okay, ich glaube, ich habe einen Play. Okay. Kommt jetzt Alakazam. Grantelbart. Ja, easy, Alter. Kommt der Feuersturm und der macht. Und der trifft. 60? Nee. Fast. Nee, nee, nee. Ist okay. Nee. Okay. Sagst du, der Special Death Drop ist halt echt nicht so geil, ne? Jetzt gerade ist der echt gut. Ich will ja nichts sagen, aber es zahlt sich da ein bisschen aus. Ich sehe. Ich muss gerade mal kurz gucken. Was ist denn dein Switch in? Sag du es mir. Sieht halt wirklich gerade gar nicht gut aus. Komm, no risk, no fun. Wir probieren es mal. Bleibst drin, ne? Meinst du, das killt? Ich weiß nicht, bist du für Energy Ball gegangen? Nein. Oder Shadow Ball? Nein. Oh, lol, du kriegst Beliebekraft, stimmt! Fuck! Lol. Warte. Geh's bitte daneben, was du auch immer machst. Oh, lol, das reicht nicht, oder? Aber haut dich das nicht raus? Oder tut's nicht? Was? Nein! Nein! Let's go! Grantelbart! Nein! Spugli, Spugli, Spukball! Nein! Okay. Alter, dass du jetzt halt auch noch Belebekraft bekommst, ist halt richtig ätzend. Triggert das denn ja, ne? Wenn du jetzt rauswechselst, dann heilst du dich wieder ein Drittel. Oh, sauber, ey. Das finde ich ja super lecker. Oh Gott. Warte, jetzt bleibst drinne? Ja, ja. Aber es sollte killen. Ja, es sollte killen, ja, oder? Ja, es killt. Okay. Ja, ja, ich hätte mir zwar aussparen können, aber ich hatte Angst, dass du auch rauswechselst und das wäre nicht so geil gewesen. Ich wollte eigentlich erst rausswitchen, ja. Ja. Oh, Leute, Grantelbart, ich sag's euch. Jetzt hat er seinen richtigen Bart rausgeholt. Vorher nur diese kleine Blondierung und jetzt ist er alt und weise. Wie heißt das Ding? Zero. Der gute Name, okay. Der beste Name. Komme ich damit klar? Absolut, kein Problem. Ich weiß nicht, sag du es mir. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Zeig mir die Wasserdüse. Leute, als ob ich jetzt hier für die Wasserdüse gehen würde. Ist ein schlechter Play. Das ist der allerschlechteste Play. Wer würde hier jetzt bitte für die Wasserdüse gehen? Life Orb? Hm. Der Life Orb schmeckt mir nicht so. Weißt du das?
Schmeckt nach ein bisschen nach Gummi. Ich weiß nicht, aus was für einem. Ist es Glas oder woraus besteht der Life Orb? Life Orb? Boah, gute Frage. Stell dir vor, du hättest jetzt den Life Orb in der Hand. Warte mal, ich muss ihn mal nehmen gucken. Oh lol. Ist es so eine Glaskugel? Das ist. Ich würde sagen, so ein Glas so ein bisschen, ja. Ja, würdest du sagen? Ja. Bisschen gläsernd. Das macht guten Damage. Und jetzt gehst du für den Vieländer und versuchst mich zu killen. Aqua-Durchstoß. Attacke. Das reicht nicht. Ah, als ob das nicht geht! Ah, never, Alter. Miss! Oh, never! Ah, fuck. Life Orb. Ja, keiner sieht dann wirklich gläsernd aus, mit so einem komischen Ring in der Mitte und alles. Irgendwie so. Vor allem, es glänzt ja auch noch so mit so einem weißen Punkt. Ich glaube schon, dass es Glas ist. Okay. Ein Glas rum. Bobine. Weißt du, wegen Bob Marley und Bobine. Oh Gott, ich bitte sterbe, häng dich. Ich fand den gut. Du Bobine, Alter. Okay, Bullet Punch. Medasos! Okay. Ah. Oh, lol, das macht echt ganz gut Damage. Surfer. Ja, dafür, dass es Alter, seit wann kann Bob Marley surfen? Ja, ja. Der damals auf Jamaika, da hat er die Wellen geritten wie kein Zweiter. Da hat er nicht nur die Wellen geritten, Jung. Da glaub mal. Mann, Dings sieht richtig süß aus. Bobine? Ja. Ja. Ist halt echt ein super sweetes Pokémon. Es winkt irgendwie so, keine Ahnung. Hallo. Hallo. Ich bin Stimo. Ah, nein! Los, Ice Beam! Tank das, tank das, tank das! Mm. Sonntag, lol. Warte, was? Bitte, bitte keine reiche Ernte, bitte keine reiche Ernte. Bitte trigger nicht, bitte trigger nicht, bitte trigger nicht. Warte, hast du deine Beere schon eingesetzt? Was hast du für eine Beere? Das ist jetzt echt ein bisschen sad. Warte, was hast du für eine... Hat man deine Beere schon gesehen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht hat sie auch nicht getriggert. Jetzt bin ich verwirrt. Aber warte, du hast Chlorophyll, stimmt. Ja, easy, Alter. Ich spiele keine reiche Ernte. So. Tschüss. Tschüsslern. Wir gehen Bobine mal wieder surfen. Oder woanders hin. Joa. Das Ding ist jetzt böse. Ostern. Bist du Choice Bandit? Langt das dann aus? Das frage ich mich gerade. Ich glaube, es hängt jetzt alles davon ab, ob das ausreicht oder nicht, ne? Ich weiß es nicht. Okay, let's go. Bau mich los! Bitte reich aus, bitte reich aus. Bitte. Ja, Mann, das macht ja nothing! Es hat ja nichts! Boom. Tank den! Ich brauche einen Crit! Ich brauche einen Crit! Leute, das sind die Strats. Einfach auf die Crits hoffen. Okay, okay. Ich muss halt wirklich jetzt critten, Alter. Seismic. Die Sonne hört zwar nicht auf, aber ist egal. Vielleicht hört sie ja trotzdem auf. Vielleicht hat sie ja Bock vorher aufzuhören. Ich brauche halt wirklich die Crit. Du hast wohl dein Essen aufgegessen und die Sonne scheint den ganzen Tag. Huhu. Lol. Okay, ich brauche halt wirklich den Crit, ne? Mhm. Wenn ich den Crit bekomme, habe ich gewonnen. Das klingt nach einem Gameplan. Los, komm Baumi, schon. Zeig, was du kannst. Bitte, bitte, bitte. Baumi, bitte, Baumi, Crit, Baumi, bitte, Baumi, bitte, Baumi, bitte, Baumi, bitte. Baumi. Wie viel? 3. Also, wir rennen mein komplettes Team noch auseinander. Alter, okay, GG, das war ein schöner Kampf. Das war ein cooler Kampf, ey. Also, diese 3 Kampf hier habe ich halt wirklich gerettet. Das war krass. Okay, krass. Gut. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das ist ein positiver Wert. Dann schaut auf jeden Fall bei Daro vorbei. Wir haben dort ein nice Metronom-Battle aufgenommen. Richtig. Ansonsten würde ich sagen: Macht's gut, Leute. Haut rein. Schönen Abend noch. Ciao, ciao und tschüss.